da wieder eine ganz tolle Veranstaltung ist dieses Kinderfest geworden, das wir jetzt schon seit vielen, vielen Jahren machen. Hauptpreise gibt es natürlich wieder wie den Luftballon da oben, den Traktor, der schon sehr geschätzt wird. Luftballons gibt es natürlich auch wieder jede Menge. Glückspackern haben wir auch wieder hergerichtet für euch. Und Popcorn gibt es auch, dass man zwischendrin was Süßes hat. Wir haben immer wieder viele, viele Kinder da. Möchten uns bei der Gelegenheit auch wirklich bedanken bei allen, die mitarbeiten. Und da arbeiten wirklich viele, viele mit. Es sind immer alle willkommen. Es bringen Leute Kuchen, es arbeiten welche beim Aufbauen, beim Abbauen mit. Hinter den einzelnen Stationen, wo es was gibt, zu essen, zu trinken, sind sie da. Wir sind auch immer stolz darauf, dass wir für die Kinder immer ein gratis Jausenbrot, eine gratis Mehlspeise und auch gratis Getränke zur Verfügung stehen dürfen und das nur auf Basis von freiwilligen Spenden beim Eingang. Wir möchten uns auch vor allem einmal bedanken bei den zwei Hauptproponenten für dieses Fest. Auf der einen Seite klarerweise der Willi Zudersdorfer, der mit seiner Band ein tolles, tolles Musikprogramm macht. Und vor allem auch einen, der die ganze Organisation macht und der seit vielen Jahren da das Mastermind bei diesem ganzen Kinderfest ist, beim Hans Frühwirt, der es in exzellenter Art und Weise schafft, immer wieder die Leute auch an den richtigen Stellen zum richtigen Platz zu bringen, es zu organisieren, sodass es wirklich immer ein Erfolg auch wird. Das Besondere am Kinderfasching ist für uns der Clown Willi und wir wollen heuer unbedingt den Traktor finden.